Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Lasst uns lesen. Wir machen endlich weiter mit den deutschen Sagen gesammelt von Brüder Grimm. Auf der Seite werde ich die Seite zeigen, die ich aktuell lese, damit wir gemeinsam lesen können. Und da oben werde ich eine Infokarte einblenden, die euch zu den vorherigen Folgen bringt. So, lange nicht mehr gemacht, meine Güte. Hoffentlich habe ich es noch drauf. Die Ansage war schon mal gut. So, wo waren wir denn? Ey, Mensch, das ist schon ewig her. Die Müllerin, nee, das ist alles. Genau, ich warte ja schon echt. Wartet mal. Nee, das was, oder was doch? Wartet mal. Nee, das war schon alles durch hier. Das war ja alles schon durch. So, da, damals, genau. Das letzte Mal hatte ich Clotars Sieg über die Sachsen. Und die heute erste Sage heißt: König Desiderius. Desiderius, ein freier, wenn auch ein wenig begüteter Mann, sagte eines Tages zu seiner Frau Ansa: Ich will nach Ticinium reisen, wo die Fürsten der Langobarden sich einen König wählen wollen. Da lachte sie und sagte: Geh hin, vielleicht wählen sie dich zum König. Als Desiderius nun unterwegs war, befiel ihn eine große Müdigkeit, sodass er sich zum Schlafen niederlegen musste. Seine Diener hielten bei ihm Wache. Da sahen sie, wie eine Schlange aus dem Gehölze kam und sich um das Haupt ihres Herrn ringelte. Sie sahen das ruhig mit an, denn sie fürchteten, den Herrn zu beschädigen, wenn sie das Tier verjagten oder töteten. Als Desiderius erwachte, sagte er: Da habe ich doch soeben einen merkwürdigen und lächerlichen Traum gehabt. Denkt euch, mir war es, als würde mir die Königskrone aufgesetzt. Wie käme ich, ein armer und geringer Mann, zu solcher Würde? Da lachten die Diener und meinten, es träumte einer wohl einmal wunderliches Zeug, doch sei es klug, dergleichen nicht zu beachten. Als Desiderius nach Ticinium kam, war viel Volk da versammelt, aber alle waren sehr unzufrieden und ungeduldig. Als er nun alte Bekannte begrüßte, sprachen sie zu ihm: Wir sitzen hier schon seit mehreren Tagen und warten darauf, dass die Fürsten fertig werden, aber wie es scheint, können sie mit ihren Beratungen nicht zu Ende kommen. Geh hinein, Desiderius, und sage ihnen, dass wir des Wartens überdrüssig sind und endlich wissen wollen, wer König der Langobarden werden soll. Diese Beschwerde fand Desiderius sehr berechtigt. Er ging also in den Fürstensaal hinein und trug den Herrn unbefangen den Wunsch des Volkes vor, sagte ihnen auch, dass sie draußen wegen des langen Wartens und wohl mit Recht ungeduldig seien. Nun waren die Fürsten freilich auch ungeduldig, denn das tagelange Berat und Prüfen war nicht nach ihrem Geschmack. Da rief einer ganz laut: Was zögern wir noch lange? Seht da diesen Desiderius! Er ist ein freier Mann wie wir, und wenn auch nicht sehr begütert, so doch tüchtig und wacker im Kriege. Lasst uns ihn zum Könige machen! Diese Rede fand Beifall, und sogleich erhoben sich die Vornehmen, führten den erstaunten Mann in den Krönungssaal, bekleideten ihn mit dem Purpur und überreichten ihm Krone und Zepter. Dann stellten sie ihn dem Volke vor. Als nun unter Posaunenschall sein Namen genannt wurde, da freuten sich alle. Besonders diejenigen, die ihn beauftragt hatten, den Fürsten ihre Botschaft zu überbringen. So, der König Desiderius. Schöne Sage, aber wenn man ein bisschen im Weltnetz forscht, wie es dann tatsächlich war, es ist nicht so gewesen, dass niemand den Thron haben wollte. Also es war schon wieder ein Machtkampf im Hintergrund, wer den Thron besteigen soll. Es ist also nicht so, dass der König, dass der Herr Desiderius dorthin gekommen ist und dann zufällig zum König wurde. Was das betrifft, wäre ich auch ziemlich misstrauisch. Das ist nämlich so, das habe ich mal in meiner Ausbildung mal mitbekommen, also beziehungsweise hat mir das mal erklärt. Wenn, sagen wir mal, der aktuelle Geschäftsführer einer Firma macht dich unerwarteterweise plötzlich zum neuen Geschäftsführer, dann sollte man ziemlich misstrauisch sein. Denn
wenn diese Firma zum Beispiel Schulden hat oder Konkurs geht, dann wird man den neuen Geschäftsführer an den Hals springen und nicht den alten, der den Schaden erst verursacht hat. Und das ist auch übrigens so, je höher ihr die Karriereleiter raufsteigt oder je höher ihr die, ja, je weiter man hochkommt, desto geringer wird der Kündigungsschutz. Es ist also schon mal oft hin und wieder vorgekommen, dass Leute befördert wurden, nur um sie zu kündigen. Weil, ne, natürlich, wenn je höher es der Kündigungsschutz nachlässt, desto stärker wird der Kündigungsschutz, je weiter runter man geht. Und das kam mir so ein bisschen hier auf den Gedanken, okay, warum nimmt man den jetzt hier in der Sage zum König, als ob niemand anderes der König sein will? Klingt so ein bisschen so, wir brauchen irgendeinen Idioten, der den Job übernimmt. Und was anderes nochmal zu den Purpur, weil es ja hier heißt, er wurde mit Purpur gekleidet und Krone und Zepter in die Hand gedrückt. Purpur ist ein der teuersten Farben der Welt. Das wird von einer Schnecke wird das entnommen. Das ist so ein Sekret, was die Schnecke absondert, sobald sie in Gefahr ist oder gereizt wird. Und das sind immer nur wenige Milligramm, also wirklich ganz wenige Milligramm. Ich glaube, pro Gramm von dieser puren Farbe, das pure Pigment, musst du ungefähr so 1000 Schnecken ernten, wenn man so will. Es ist also eine Farbe der Könige, wenn man so will. Also ich glaube, du musst schon für ein Kilo Farbe musst du schon eine Mille hinlegen. Ne? Da werden die Schnecken dann, diese Drüse, was das ist, die wird rausgeschnitten aus der Schnecke. Es wird dann auf ein, ich habe das mal gesehen, das wird dann auf ein Netz ausgelegt, dann in die Sonne gelegt, damit es getrocknet wird. Und danach alles abgekratzt, die organischen Materialien raus, also der Rest der Drüse. Und dann fein säuberlich mit dem Messer die ganzen Pigmente, die ganze Farbe, die getrocknete Farbe, wird dann abgekratzt und eben dann gesiebt und dann nochmal gesiebt und nochmal gesiebt, bis man halt nur noch das pure Pigment hat. Das echte Purpur. Und die Könige, die bei den Römern, sehr viele haben ihre Kleidung immer noch so einen Streifen hier gehabt, das Purpur war. Und heute ist es in Rom, so, also im Vatikan, dass die Leute halt sehr viel Purpur tragen. Bin mir zwar in der Frage nicht sicher, ob das wirklich echtes Purpur ist, also von der Schnecke gewonnen, oder ob das künstlich hergestelltes Purpur ist, weil das ist ja heutzutage auch möglich. Ich kann ja auch meinen Drucker anschmeißen und wenn es ein guter Drucker ist, jede Purpurfarbe damit drucken. Ist natürlich keine echte, sondern durch die drei Grundfarben. Das ist eine Illusion letztendlich, aber nichtsdestotrotz, es ist die Farbe. Denke nicht, dass das bei den Geistlichen dort im Vatikan so ist, aber ja, machen wir gleich weiter. Haben noch so viel vor. Der lombardische Spielmann. Als König Karl beabsichtigte, den König Desiderius mit Krieg zu überziehen, kam ein lombardischer Spielmann zu den Franken und sang ein Lied folgenden Inhalts. Welchen Lohn wird der empfangen, der Karl nach Italien führt auf Wegen, wo kein Spieß gegen ihn aufgehoben und keiner seinen Leuten verletzt werden soll? Als das Karl zu Ohren kam, berief er den Mann zu sich und versprach ihm alles zu gewähren, was er wünsche, wenn er durch ihn den Sieg erlange. Das Heer wurde nun berufen und der Spielmann musste vorausgehen. Er ging nun nicht auf den gewöhnlichen Straßen, sondern leitete den König über den Rand eines Berges, der lange danach noch der Frankenweg hieß. Als sie diesen Berg überstiegen hatten und in die Ebene einbrachen, kamen sie den Langobarden in den Rücken. Desiderius floh nach Pavia und die Franken überschwemmten das ganze Land. Der Spielmann aber kam zum König Karl und erinnerte ihn an sein Versprechen. Der König sprach, fordere, was du willst. Darauf antwortete er, ich will auf einen dieser Berge steigen und stark in mein Horn blasen. Soweit der Schall gehört werden mag, soll mir dann das Land samt aller Männern, die darin sind, als Lohn für mein Verdienst gehören. Karl antwortete, es geschehe, wie du gesagt hast. Der Spielmann verneigte sich
und stieg sogleich auf einen Berg, um von da an zu blasen. Dann stieg er herab, ging durch die Dörfer und fragte alle Männer, die er antraf, ob sie sein Hörn gehört hatten. Antwortete ihm nun einer bejahend, dann versetzte er ihm eine Mausschelle und sagte, dann bist du mein eigener Mann. Der Spielmann wurde auf diese Weise schnell reich, aber auf dem durch ruchlose Verräterei zusammengebrachten Gute ruhte kein Segen. Er selbst starb verlassen und verachtet, und sein Name wurde später nie genannt. Es ist wieder so eine Sage. Also, das kann ich mir wieder so richtig bildlich vorstellen. Es ist wahrscheinlich nicht so passiert, ja. Es ist wieder eine wunderbare Sage. Wie er dann durch die Dörfer gezogen ist und eine nach der anderen eine Mausschelle gegeben hat. Ich habe mal versucht, aus dem Weltnetz herauszufinden, wie weit im Idealfall Schall reichen kann. Schall breitet sich ja kreisförmig aus, ne? Von der Quelle aus, je nachdem. Ne? Und dann noch ins Horn so geblasen, das heißt dann so. Leider habe ich dazu nichts gefunden. Wenn ich das geschaut habe, dann war immer nur, in welcher Frequenz man das menschliche Ohr hört, aber nicht, wie weit man hören kann. Aber ich kann mir vorstellen, wenn man jetzt mal den Wald abzieht, der natürlich den Schall schluckt, dann wird das schon mehrere Kilometer weit reichen, dass man das von einem Berg aus hört, das Horn. Wird ja auch im Krieg oder als bei Gefahr als Signalgeber genutzt und da wird das ja auch über mehrere Kilometer hinweg noch gehört. Aber ich kann mir das ist schon eine sehr seltsame Sache. Ich meine, stellt euch mal vor, ihr seid jetzt ein Bauersmann und plötzlich kommt dann einer und sagt, hast du das Horn gehört? Und dann setzt der eine Schelle und sagt, ja, jetzt bist du mein Mann. Ich meine, A, wie will er das beweisen? Dann in dem Moment, ich meine, das weiß doch keiner, dass er jetzt seins ist. Ne? Das heißt, alle müssen danach erstmal zum König rennen und fragen, ist das so, ist das so? Und was haben sie denn dann bitte schön mit den Frauen und Kindern gemacht, die das gehört haben? Es sind ja nicht nur Männer gewesen. Steht jetzt hier nicht so klar drin, ne? Aber es ist schon eine sehr seltsame Art, sich Land und Grund und Boden anzueignen. Aber immerhin kreativ, der Spielmann. Na gut. Gehen wir weiter. Bleiben wir aber gleich beim Thema. Die nächste Sage heißt Der eiserne Karl. Zur Zeit, als König Karl den Lombardenkönig Desiderius befeindete, lebte an den Hofe des letzteren Odda, ein edler Franke, der von Karls Ungnade hatte das Land räumen müssen. Als nun die Nachricht kam, Karl rückte mit Heeresmacht heran, standen Desiderius und Ogger auf einem hohen Turm in Pavia, von dem man weit hinein in das Land sehen konnte. Das Gepäck, der Tross, rückte in Haufen an. »Ist Karl unter diesen großen Herren?« fragte Desiderius. »Noch nicht«, versetzte Ogger. Nun kam der Landsturm des ganzen fränkischen Reiches. »Hierunter findet sich Karl aber gewiss«, sagte Desiderius bestimmt. Ogger antwortete, »noch nicht, noch nicht.« Da tobte der König und sagte, »was sollen wir anfangen, wenn noch mehr Krieger mit ihm kommen?« »Wie er kommen wird, sollst du gewahr werden. Was mit uns geschehen wird, weiß ich nicht.« Unter diesen Reden zeigte sich ein neuer Schwarm. Erstaunt sagte Desiderius, »darunter ist doch Karl.« »Immer noch nicht«, sagte Ogger. Nun erblickten sie Bischöfe, Äbte, Kapläne mit ihrer ganzen Geistlichkeit. Außer sich stöhnte Desiderius, »oh, lass uns niedersteigen und uns in der Erde bergen von dem Angesichts dieses gewaltigen Feindes.« Da erinnerte sich Ogger aus früheren, besseren Zeiten der unvergleichlichen herrlichen Macht Karls und brach in die Worte aus, Wenn du die Saat auf den Feldern, dazu den Po und Ticino von dunklen, eisenschwarzen Meereswellen bis an die Stadtmauer überschwemmt sehen wirst, dann erwarte, dass Karl kommt. Kaum war dies ausgeredet, als sie im Westen eine finstere Wolke zeigte, die den hellen Tag beschattete. Dann sah man den eisernen Karl in Erz gekleidet, einen Stahlhelm auf den Haupte, einen Eisenpanzer um die breite Brust, Eisenschiene an den Gliedern, eine Eisenstange hoch aufregend.
der rechten hielt er das Schwert, der linken hielt er den eisernen Schild, und das sein Ross schien eisern an Mut und Farbe. Alle, die ihm vorausgingen, zur Seite waren oder nachfolgten, ja das ganze Heer schien auf gleiche Weise ausgerüstet. Einen schnellen Blick darauf werfend, rief Orga: Hier hast du den, nachdem du so viel fragtest, und stürzte halb in Seel zu Boden. Hier ist nochmal was im Kleinen gedruckten. Gleichwohl gelang dem Frankenkönig die Einnahme der Stadt erst nach 6 Monaten, und er siegte mehr durch den Hunger als durch die Menge seiner Ritter, seiner Krieger. Ja, Mensch, das ist eine... So, die Belagerung, das ist ja eine recht, wie sage ich das jetzt, eine effiziente Sache. Keiner muss sterben, außer jetzt die jetzt wirklich verhungern. Da frage ich mich dann halt immer, das ist so ein ich meine, das würde mich mal interessieren, in wie vielen Fällen ist es passiert, dass dieses Aussitzen sich gelohnt hat. Also die Stadt, die belagert wird, kann natürlich keine neue Nahrung rankriegen, ist klar. Das muss alles innerhalb der Stadt geschehen. Aber der Besetzer, der Belagerer, der kann sich ja immer wieder von neuer Nahrung und neuere Ressourcen aus der Umgebung heranschaffen. Aber da frage ich mich, ob es nicht irgendwann mal der Punkt gekommen ist, wo jemand gesagt hat, Schluss, wir können nicht mehr, wir haben keine Lust mehr. Weil ich glaube, wenn man erstmal mehrere Monate vor einer Stadt hockt und die belagert, kommt man irgendwann in einen Moment rein, wo man sich sagt, jetzt erst recht. Jetzt sitze ich hier 3 Monate, jetzt kann ich auch die letzten paar Monate auch noch hier sitzen. Dass man so quasi an seiner in so einer Bringpflicht mittlerweile wird, weil man irgendwann sagt, okay, jetzt, wenn ich jetzt gehe, dann habe ich alles verloren. Jetzt muss ich es erst recht machen. Wie oft das vorgekommen ist und wie oft wirklich der Belagerer gesagt hat, okay, wir erreichen hier nichts, wir müssen wieder gehen. Es kann aber auch als Abschreckung dienen. Da, wenn man weiß, dass eine Stadt gut versorgt ist und man damit schon rechnen muss, dass um diese Stadt zu erobern, es mehrere Monate dauert, dass das schon im Voraus sich der König oder das Militär sagt, das lohnt nicht, da sitzen wir wieder mehrere Monate davor, dies können wir nicht so locker flockig einnehmen, das lohnt sich nicht. Dass also quasi dass die Wartezeit den erhofften Ertrag der Stadt sich überhaupt nicht rechtfertigt. Weil das muss man ja dazu sehen. Die Soldaten, die dort sind, die müssen ja bezahlt werden in der Zeit, die 6 Monate lang. Es ist ja nicht so, dass die da gratis rumhocken und schön für dich da ausharren. Nein, die wollen jeden Tag bespaßt werden, jeden Tag gefüttert werden, jeden Tag, ja, ne? Und die haben ja meistens in so, hab ich ja gerade vorgelesen, die haben ja auch Geistliche dabei. Und manchmal haben die ja sogar Prostituierte dabei, die Soldaten noch bespaßen, weil das eben, je länger das dauert, desto frustrierter werden die Leute ja auch. Und man weiß ja nicht, wie lange es dauert. Ja, also jetzt im Nachhinein kann man ja sagen, oh, 6 Monate, war ja gar nicht so lange, oder? Okay, man kennt die Zeit, aber wenn man erstmal drinsteckt, weiß man ja nicht, ob es 6 Monate sind. Dann denkt man, naja, nächsten Tag, nee. Und dann hockt man da. Ich schätze, das ist dann der Punkt. Also, da muss der Karl doch sehr viel Geduld gehabt haben und viel Geld, um seine Landesschar in der Zeit zu versorgen. Naja, gut. Weiter geht's. Nächste Sage. Adliges. Adliges oder Algis oder Adelger, der Sohn des Desiderius, war von Jugend auf stark und heldenmütig. Im Kriege pflegte er mit einer Eisenstange zu reiten. Er tötete auch viele Franken, die in der Lombardei eingebrochen waren. Dennoch musste er der Übermacht weichen. Hatte doch Karl selbst Ticinium in Klammern Pavia eingenommen. In dieser Stadt aber beschloss ihn der kühne Jüngling auszukundschaften. Er fuhr auf einem Schiffe dahin, nicht wie ein Königssohn, sondern umgeben von wenigen Leuten wie einer aus geringem Stande.
Deshalb kannte auch niemand in der deshalb kannte ihn auch niemand in der Stadt, bis auf einen Krieger, den bat er, dass er ihn nicht verraten möge. »Bei meiner Treue«, antwortete dieser, »ich will dich niemanden offenbaren, solange ich dich verhehlen kann.« »Ich bitte dich weiter«, fuhr Adliges fort, »heute, wenn du beim König speisest, so setze mich ans Ende eines der Tische und lasse das und schaffe, dass alle Knochen, die man von der Tafel aufhebt, vor mich gelegt werden.« Der andere versprach es, denn er war es, der die königlichen Speisen auftragen musste. Als nun das Mahl gehalten wurde, legte jener Vertraute die Knochen vor den Platz des Adliges, der sie zerbrach und gleich einem hungrigen Löwen das Mark daraus saugte. Die Splitter warf er unter den Tisch und machte einen tüchtigen Haufen daraus zusammen. Dann stand er früher als die anderen auf und ging fort. Als der König nun die Tafel aufgehoben hatte, erblickte er den Haufen Knochensplitter unter dem Tische und sagte, »Welcher Gast hat so viele Knochen zerbrochen?« Da antworteten alle, sie wüssten es nicht. Einer aber fügte hinzu, »ich sah hier einen starken Degen. Der brach alle Hirsch-, Bären- und Ochsenknochen auf, als wären es Hammstängel.« Da ließ der König den Mann rufen, der die Speisen aufgetragen hatte, und fragte ihn, »wer oder woher war der Recke, der hier die vielen Knochen zerbrochen hat?« Er antwortete, »ich weiß es nicht, Herr.« Karl merkte aber wohl, dass der Mann verlegen und ängstlich wurde und erwiderte zornig, »bei meinen Hauptes Krone, du weißt es!« Der Diener schwieg, aber beharrlich. Doch merkte der König leicht, dass es Adliges gewesen sein müsse, und es tat ihm leid, dass man ihn ungestraft habe davongehen lassen. Er fragte, »wo hinaus ist er gegangen?« Einer versetzte darauf, »er kam zu Schiff und wird vermutlich so weggehen.« »Willst du«, sprach ein anderer, »dass ich ihm nachsetze und ihn töte?« »Auf welche Weise?« fragte Karl begierig. »Gib mir deine goldenen Armspangen, ich will ihn damit berücken.« Die erhielt er von dem König gerne und eilte ihm schnell zu Lande nach, bis er ihn einholte. Aus der Ferne rief er Adliges an, der im Schiff fuhr. »Halt an! Der König sendet dir seine Goldspangen zur Gabe! Warum bist du so heimlich fortgegangen?« Adliges wandte sein Schiff ans Ufer. Als er aber näher kam und sah, dass ihm die Gabe auf der Speerspitze angeboten wurde, ahnte er Verrat, ließ das Boot halt und warf rasch seinen Panzer über. Dann rief er, »was du mir mit dem Speer reichst, will ich mit dem Speer empfangen, die Gabe aber, die mir der König sendet, durch eine ähnliche erwidern.« Er fing Karls Armspange vorsichtig mit der Speerspitze auf und reichte dem Franken dafür seinige. Der kehrte in seinen Erwartungen getäuscht heim und brachte dem König die Armspangen des Adliges. Karl legte sie sogleich an, da fielen sie ihm bis auf die Schultern nieder. Da rief der König aus, »es ist nicht zu verwundern, dass dieser Mann Riesenkräfte hat.« König Karl fürchtete den Adliges allzeit und glaubte sich in seinem eigenen Hause nicht vor ihm sicher, weil er ihn und seinem Vater des Reichs beraubt hatte. Adliges floh zu seiner Mutter, der Königin Ansa, die in Brixen ein reiches Münster gestiftet hatte. Mensch, das muss ja wirklich ein Riesengewese sein. Also eine Armspange, die dann direkt auf die Schulter fällt. Also das, die Schulter, naja, das muss ja dann, der muss ja so einen Arm gehabt haben hier. So. Ja. muss ja ein Riese gewesen sein. Und interessant, also hier hört man also auch, dass man Bären gegessen hat. Ja, Hirsch, Bären und Ochsenknochen. Wie schmeckt wohl Bär? Also ich habe alles andere, Ochsenfleisch habe ich mal gehört, Hirsch, klar, ist Rotwild. Aber Bären? Es macht Sinn, klar, wenn man ein Bärenfell irgendwo hinlegt und sowas, dann muss man auch mit dem Fleisch irgendwas machen. Aber ich habe noch nie irgendwie gesehen, man geht in die Gaststätte und ich hätte gern ein Bärensteak oder ich hätte gern ein Stück Bär. Wäre mal interessant zu wissen, schmeckt bestimmt äußerst zäh, würde ich mir mal vorstellen, weil so ein Bär ist ja äußerst muskulös, sehr kräftig. Ist nicht wie eine Kuh, wie so ein Rind, die auf dem Feld nichts weiter macht, als ein bisschen rumstehen und grasen und ganz locker, lockig-flockiges Leben. Sondern so ein Bär muss auch mal ordentlich Kämpfe machen. Ja. Gut.
Nächste Sage. Das Landrecht der Friesen. Als König Karl aus Franken und König Radbot aus Dänemark in Friesenland aufeinanderstießen, besetzte jeder seinen Ort mit einem Herrschild und sagte: Das Land ist mein. Das wollten die Herren mit dem Schwerte ausfechten, aber weise Männer rieten zu einem Vergleich. Sie kamen darin überein, dass derjenige gewonnen haben soll, der den anderen im Stillstehen übertreffe. Da standen sie den Tag und Nacht und sahen sich schweigend an. Endlich ließ Karl seinen Handschuh fallen, den hob Radbot auf und reichte ihm den Könige. Da lachte dieser: Hahaha, das Land ist mein! Darum hieß sein Ort Hachense. Warum? Fragte Radbot. Da sprach Karl: Ihr seid mein Dienstmann geworden. O wach! O weh! Antwortete Radbot, darum hieß sein Ort Wachense. Radbot fuhr davon und Karl wollte seine Lehnshoheit über die Friesen nun dadurch beweisen, dass er einen Gerichtstag ansetzte, um Recht zu sprechen. Das war den freiheitsliebenden Friesen nicht nach Wunsch und keiner von ihnen wollte zu diesem Zwecke ein Stück Land hergeben. Da zwang sie Karl mit Schatz und Schilling Deldesmanes zu kaufen. Dahin lud er die sieben Seelenlande zum Gerichte ein, setzte auch einen bestimmten Tag dafür fest. Da erbaten sich die Friesen, um eine Vorbesprechung zu halten. Sie wurde ihnen gewährt. Am nächsten Tage wählten sie sich Vorsprecher, 12 an der Zahl, die ihre Sache führen sollten, und auch dafür verlangten sie wieder eine Frist, die ihnen der König gestatten musste. Am dritten Tage zogen sie Notschein, das heißt, sie beriefen sich auf einen gesetzlichen Hindernis und taten so am vierten und fünften Tage. Seit jener Zeit verlangen die Friesen 2 Fristen und 3 Notscheine, ehe sie zum Gericht erscheinen. Am sechsten Tage weigerten sich die 12 Vertrauensmänner abermals von Karls Gericht zu erscheinen. Da verlor der König alle Geduld und fuhr sie zornig an. Dreierlei lege ich euch vor, davon könnt ihr wählen. Entweder lasse ich euch alle töten oder ich mache euch zu leibeigenen Knechten. Oder ich setze euch auf ein Schiff, das weder Mast noch Segel, weder Ruder noch Tau hat und lasse euch darin auf dem Meer treiben, wenn die Flut beginnt. So in die Enge getrieben, erkoren sie das Letztere, bestiegen hilflos das Boot und fuhren in das offene Meer hinaus, so weit, dass ihnen die Küste entschwand und sie mutlos wurden. Da sprach einer, der aus Wittekinds Geschlechte war, das erste A-Segen, in Klammern A-Sagers, Richters. Ich habe oft gehört, dass unser Herrgott, als er noch auf Erde wandelte, 12 Jünger hatte. Er selbst war der 13., kam zu jedem bei verschlossenen Türen, tröstete und lehrte sie. Warum bitten wir ihn nicht, dass er uns einen 13. sende, der uns Recht lehre und zu Lande bringe? Da fielen alle auf die Knie und beteten inbrünstig. Danach sahen sie einen 13. am Steuer sitzen, mit einer Achse auf seiner Achsel, womit er gegen Strömung und Wind das Schiff ans Land gesteuerte. Hier warf er einen Erdhügel mit dieser Achse auf, aus dem später eine Quelle entsprang und auf dem ein Haus gebaut wurde, das man Achsenhof nannte. Zu Eschwegen kamen sie zusammen, und was sie der 13. lehrte, das nahmen sie zu Recht an. Doch wusste niemand, wer der 13. war, der jeden von ihnen so ganz ähnlich sah. Als er sie im Rechte genügend unterwiesen hatte, waren es ihnen nur noch 12. Darum sollen im Friesenlande alle Zeit 13 A-Segen sein, und ihr Urteil sollen sie fällen zu Achsenhof oder und Eschwege, und bei verschiedener Meinung sollen sie abstimmen, damit die 7 die anderen 6 bestimmen können. Das ist das Landrecht der Friesen. Ob das wirklich noch so ist mit den Notscheinen, dass man 2 Fristen und 3 Notscheine zieht, bevor ein Friese erst zum Gericht kommt, weiß ich nicht. Hier steht noch was in Kleingedruckten. Sicherlich nicht darum, also das geht darum, dass Hachense aus... Also das Haha, das Land ist mein, darum hieß sein Ort Hachense, nicht aus dem Grund, heißt es so. Zumindest steht es hier so im Kleingedruckten. Mach mal schnell noch eine Sage und dann ist gut für heute. Mm-mm-mm.
Die Sage heißt Radbot. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Radbot. Als der Apostel der Friesen, Wolfram, das Christentum predigte, brachte er endlich den Herzog dazu, dass er sich taufen lassen wollte. Radbot hatte schon einen Fuß in das Taufbecken gestellt, da fiel ihm ein, vorher zu fragen, wohin denn seine Vorfahren gekommen seien, ob sie bei den Scharen der Seligen oder in der Hölle wohnten. Darauf antwortete Wolfram: Sie waren Heiden und ihre Seelen sind verloren. Da zog Radbot schnell den Fuß zurück und sprach: Ihre Gesellschaft will ich aber nicht missen und lieber elend bei ihnen in der Hölle wohnen als herrlich ohne sie im Himmelreich. Andere erzählen so: Radbot habe auf Wolframs Antwort, dass seine Vorfahren zur Hölle wären, weitergefragt, ob da der größte Haufe sei. Wolfram antwortete: Ja, es steht zu befürchten, dass in der Hölle der größte Haufe ist. Da zog der Heide den Fuß aus dem Taufwasser und sagte: Wo der größte Haufe ist, da will ich auch bleiben. So, zum letzten noch habe ich selbst nochmal nachgelesen. Es war wohl nicht nur die Germanen, also je weiter es Richtung Norden ging, desto schwieriger war es für das Christentum sich auszubreiten. Vielleicht kommt das daher, dass der germanische Glaube von da oben nach unten kam damals, also das aus Richtung Schweden, Norwegen kam vielleicht sogar der Glaube und ist dann nach unten gezogen mit den Goten und wer auch immer, die das alles den Glauben hatten, und so haben sie es quasi ins heutige Deutschland gebracht. Kann also sein, dass es aus dem Grund Schwierigkeiten hatte. Und die Leute damals, das Christentum hat halt gepredigt, dass die Heiden in die Hölle kommen, die aber wiederum dachten an Valhalla. So, jetzt war es ein Problem. Die wollten natürlich zu ihren Familienmitgliedern, wollten die nach Valhalla. Jetzt hat aber das Christentum gesagt, nein, die kommen alle in das Fegefeuer, in die Hölle. Und wenn du in den Himmel willst, musst du dich taufen lassen und hier und dort. Und das war für die Leute damals eine schwierige Situation, Religion halt, weil wenn sie sich jetzt taufen lassen, kommen sie in den Himmel und nicht nach Valhalla. Aber sie wollen ja nach Valhalla eigentlich, zu ihren Vorfahren. Und deswegen sind sehr viele, statt sich taufen zu lassen, haben viele den Weg des Krieges genommen, um im Kampf zu fallen, um nach Valhalla zu kommen. Weil in dem Glauben ist es so, wenn du mit einer Waffe in der Hand stirbst, gelangst du nach Valhalla. Und ich glaube, wenn du an Altersschwäche stirbst, kommst du nach Helheim, nach Hel oder so. Auf jeden Fall war eine schwierige Situation dann in dem Moment. Deswegen wollten sie sich alle nicht taufen lassen, also viele sich nicht taufen lassen, weil das in gewisser Weise ein Verrat an ihren, ja, sie wollten zu ihren Familien halt, in der Valhalla, die wollten nicht in den Himmel, ne? Da wartet keiner auf ihn. Das ist ja auch immer so ein, es ist ja auch immer so ein Verkaufsargument, ja, das Christentum oder jeder Religion, dass man eben zu seinen Geliebten wiederkommt. Aber wenn eben das Christentum jetzt sagt, nein, deine ganzen Vorfahren sind alle in der Hölle gelandet, ja, dann will man lieber in die Hölle. Ja, abwägen, ne? Gut. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend, schönen Tag, schöne Nacht, je nachdem. Und dann sieht man sich bei der nächsten Folge. Lasst uns lesen. Korrekt. Tschüssi.